Cindy ist unser einziges Langhaar-Meerschweinchen. Die Marys sind alle gut eingezogen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuesten YouTube-Video. Heute sind wir im zweiten Stockwerk vom Pferdestall und jeder, der mir schon ein bisschen länger folgt, weiß, was jetzt ansteht, und zwar der Umzug der Marys. Nein, ich gebe sie natürlich nicht her, aber über den Sommer sind sie immer im Sommerquartier, unten im Garten, in der schönen Sonne, und im Winter sind sie hier im Pferdestall im zweiten Stock, wo alles einfach ein bisschen geschützter ist. Und ich habe hier schon alles hergerichtet für die Marys. Das sind übrigens alles Pokale, meine Marys schon gewonnen haben, also richtig cool. So, und hier werden sie gleich reinziehen. Das ist mein Mary Wintergehege. Das ist auch richtig cool und dann stelle ich euch heute die Marys auch alle mal vor, würde ich sagen. Aber jetzt halt streuen wir das hier mal noch ein und machen alles bereit. Jetzt räumen wir hier mal raus. Das wurde natürlich jetzt immer als Lagerkammer benutzt, aber die Lagerkammer müssen wir jetzt mal hier verlagern. Hier war sonst immer das Quartier der Marys. Aber da wir gerade ein bisschen viele Pferde haben, brauchen wir das noch als Notfallbox. Das war ja früher eigentlich auch Pferdestall. Und ich habe auch nicht mehr so viele Marys wie früher. Deshalb reicht mir jetzt auch hier drüben der alte Bereich und nicht der riesige Bereich. Und die ganzen Häuschen sind übrigens hier hinten. Schaut euch das mal an. Das haben wir auch notdürftig hier jetzt alles so verschraubt, als das Zors kam, weil Zors und Bacardi hier in den Boxen waren. Aber hier waren eigentlich ursprünglich meine Männchenabteile. Man darf es gar nicht filmen eigentlich, so wie es hier ausschaut. Aber das machen wir jetzt alles mal wieder schön und sauber. Hier hinter kommen auch keine Marys mehr, weil wir wirklich gar nicht mehr so viele haben. Ich hole jetzt einmal das Einstreu. Für die Marys haben wir auch das Allspan. Frühjähriges Tier, seit 5 Jahren. Ja, das Streu, das ich auch hier einmal ein komplett. Es ist hier ein bisschen unpraktisch wegen dieser Dachschräge. Das war früher, als ich noch jung und klein war. Ein bisschen einfacher, aber das geht noch. Und die Marys sind ja nicht so hoch, für die ist es ja kein Problem. Jetzt verteilen wir das mal hier alles schön nach hinten. Ihr seht, es ist doch ganz schön kuschelig eng hier, aber kein Problem. Halt, bist du aber sportlich unterwegs, Julia. Und da ist sonst nichts mehr, ha? Ja, was soll's. Jetzt zähle ich mal das alles hier vor, was da hinten drinnen ist. Das sind die alten Notfallställe oder Hasenkotwannen. Wir haben hier richtig viele coole Häuschen. Das Allercoolste zeige ich euch jetzt. Das habe ich mal zu Weihnachten bekommen, wo ich glaube ich 10 oder so war. Sie war sehr langlebig. Die Rittermeerschweinchenburg. Schaut euch das mal an, wie cool. Dann gibt es natürlich auch noch die Pizzeria. Wahnsinn, wie das alles in so kurzer Zeit geschraubt. Eine Korkröhre. So. Gut, schaue ich aus, oder? Wir haben jetzt dieses Regal hier geschrubbt. Schaut euch das mal an. Das schaut auch richtig gut aus. Die Häuser sind auch alles sauber gemacht. Jetzt ist mein Plan, dieses Regal einmal hier rechts reinzustellen. Schauen wir mal, ob das da hinpasst. Ich habe es mit Handmaß ein bisschen gemessen. Ich glaube, es könnte passen. Und natürlich die ganzen Häuschen rein. Das ist auch alle wieder schön sauber. Dekoriere schön für die Meerschweinchen und da können sie wirklich kommen. Lasst uns das einräumen beginnen. Mein Regalplan geht übrigens auch. Das Regal steht jetzt hier, also ideal. Vor das Regal können wir gleich eine Burg stellen, das sieht doch toll aus. So weite Brücken lieben die Marys immer ganz besonders. Ich finde es immer schön, denen wirklich hier ein Paradies einzurichten. Denn man darf immer nicht vergessen, Kleintiere verbringen hier ihr ganzes Leben. Es ist fast alles fertig für die Marys. Jetzt gibt es noch ein bisschen leckere Sachen. Und dann ist alles schon gut vorbereitet. So, dann gibt es noch den Hardtalk Grasmix für die Marys. Dann liegen hier ein paar Möhrchen. Und das Heu verteile ich jetzt noch gut. Das geht auch bei den Krüppler. Das Einzige, was wir unten dann noch mitnehmen müssen, ist die Heuraufe. Die fehlt noch. Da haben wir noch nicht eine. So, ich werde gleich wieder niesen. Danke, Heuschopfallergie.
haben wir hier wirklich ein traumhaftes Paradies, würde ich sagen. Einfach nur schön. Es ist alles bereit. Jetzt holen wir mal die Marys. Jetzt habe ich noch eine zweite Kiste geholt, denn wer will schon zweimal gehen? Jetzt habe ich alle auf einmal gleich dabei. Der Weg ist ja wirklich nicht weit, aber ja, trotzdem anstrengend. Die Marys sind ganz schön schwer. Ja, hier, freut mich! Hier, freut mich! Ja! Puh, gerade die Rampe ist der schwerste Teil des Weges. Aber auch den haben wir jetzt hier gut gemeistert. Jetzt geht es noch im zweiten Stock, denn die Marys leben ja ganz oben. Wir warten schon. Geh hoch hier! Ei! Alles ist bereit für die Marys. Wir sind gut angekommen. Jetzt, bevor sie einziehen ins neue Heim, werden die Marys einmal alle noch prophylaktisch gegen Milben behandelt. Einfach sicherheitshalber kriegen sie das zweimal im Jahr, wenn sie umziehen, drauf. Und das machen wir jetzt einmal, bevor sie ins schöne Heim dürfen. Schaut mal, das ist übrigens Jessie. Eins meiner Lieblingsschweinchen. Sie ist so wunderschön. Sie ist ein US-Teddy. Und ein bisschen wild noch. So, sie kriegt jetzt auch als erstes einmal das Milbenmittel. Und darf als erstes einmal ins neue Gehege. Ich bin gespannt, wie sie gefällt. Für sie ist es ja der erste Umzug, weil sie ja noch jung ist. Ich finde das übrigens auch nur hinter die Ohren. Also es tut nicht weh und die nur zu ihrer Gesundheit. So, kleines Schweinchen, schau mal. Los geht's! Juhu! Hier haben wir einmal Claudia, ein glatter Meerschweinchen in Silberagouti. Sie ist schon sechsjährig, also schon ein älteres Schweinchen. Die ist auch schon bei mir geboren. Und so eine Süße. Schaut sie euch mal an. Sie ist ein Silberagouti-Glatter. Und das Coolste bei denen ist, die haben einfach einen schneeweißen Bauch. Schaut euch das mal an. Richtig, richtig süß. Claudia, dich habe ich schon wirklich lange. Gell? Schaut sie euch mal an. Was für ein süßes Schweinchen, gell? Claudia, ein bisschen dicklich, aber kein Problem. Dann haben wir hier jetzt einmal Joey. Das ist unser Haremswächter, unser Kastrat. Er ist ein English Crested in Weiß, California Schoko und auch schon aus meiner eigenen Zucht. Ich mache das mit den Meerschweinchen ja jetzt schon seit über 20 Jahren. Also schon sehr, sehr lange und schaut ihn euch an. Er ist einfach nur wunderschön. So ein hübsches Kerlchen, gell Joey? Du passt gut auf die Mädels auf. Es ist immer wichtig, dass man einen Kastraten in der Gruppe hat. Next to go ist Marilyn Monroe. Die ist mittlerweile schon 8 Jahre alt. Schaut sie euch mal an. Also ist für ein Meerschweinchen schon wirklich ein sehr gutes Alter. Und sie ist einfach nur top in shape. Ist echt unfassbar und einfach nur toll für mich, dass sie so gut in ihrem Alter aussieht. Aber wir geben uns auch Mühe mit den Marys und passen bestens auf sie auf. Klein Schneeflöckchen hat sich sehr amüsiert mit den roten Beeten und deshalb ist sie auch so pink am Kopf. Rote Beete sind sehr gesund für kleine Meerschweinchen, aber ja, sie schauen danach natürlich auch immer echt lustig aus. Schaut sie euch mal an, einfach so ein süßes Schweinchen. Cindy ist unser einziges Langhaar-Meerschweinchen. Sie ist ein Peruaner und auch bewusst das einzige Langhaar-Meerschweinchen, weil die sind super pflegeintensiv. Man muss die einfach immer bürsten, das Fell schneiden. Da sind Langhaar-Meerschweinchen wirklich echt sehr pflegeaufwendig. Deshalb habe ich nur eins, die habe ich auch als Notschweinchen aufgenommen gehabt. Die stammt nicht aus meiner Zucht. Sie ist auch schon ein älteres Exemplar mittlerweile, aber auch topfit. Schaut sie euch an, so eine Süße. Hier haben wir einmal die wunderschöne Sarah. Sie ist ein glatter Creme-California-Schwarz. Und sie ist auch schon 5 Jahre alt. Und war früher in der Zucht. Eine ihrer Töchter habe ich sogar noch und die zeige ich euch jetzt als nächstes. Hier haben wir jetzt einmal die Tochter von Sarah. Das ist Chloe und sie ist jetzt 3-jährig. Und ein wunderschönes Schweinchen. Sie war sogar schon mal auf einer Ausstellung und hat einen Preis gewonnen. Sie ist echt für mich einfach so das perfekte Meerschweinchen vom Typ, Bau. Da wird ja alles Mögliche bewertet. Das ist echt total lustig. Wie gesagt, ich war schon auf Meerschweinchen-Ausstellungen. Jetzt aktuell gehe ich nicht mehr. Jetzt habe ich meine Marys nur noch als Liebhaberschweinchen. Aber früher haben wir das viel gemacht gehabt. Die Marys sind alle gut eingezogen. Ich bin überglücklich.
glücklich. Ich glaube, sie fühlen sich schon richtig wohl. Der Umzug hat richtig gut geklappt. Bald kommen auch noch die zwei Kaninchen dazu. Die bleiben jetzt erstmal noch ein bisschen im Sommerquartier. Die friert es ja auch nicht so schnell. Die haben ja auch behaarte Füße. Die können draußen noch ein bisschen rumhoppeln und die letzten Sonnenstrahlen genießen. Für die Mädels ist es jetzt hier schon besser. Jetzt brauchen sie mal ein paar Tage, bis sie hier ankommen. Aber ich glaube, sie gewöhnen sich schnell ein und sie lieben das Winterquartier eigentlich auch immer sehr. Ja, es war jetzt schon ganz schön viel Arbeit, aber jetzt haben wir es geschafft. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!